Hey meine Freunde, herzlich willkommen hier bei Augsburg. Das ist unser nächster Gegner. Und stehen in der Tabelle gar nicht mal so schlecht auf Platz 5. Also wer hätte das gedacht von dieser Mannschaft? Ich nicht auf jeden Fall. Und gegen die müssen wir heute gewinnen. Obwohl wir natürlich auch 16 Punkte Vorsprung haben. Beziehungsweise wenn wir dieses Spiel gewinnen, sogar 19 Punkte Vorsprung. Und das ist schon fast unrealistisch, wenn man das einholen möchte. Deshalb können wir eigentlich ganz entspannt an die ganzen Spiele gehen. Aber ich möchte halt im Idealfall ungeschlagen bleiben. Und wenn man da noch die Europa League gewinnt. Oh, erste gute Aktion von Augsburg. Wenn wir die Europa League gewinnen und den DFB-Pokal holen, wäre das natürlich dreifach geil. Ich meine, ja. Oh, leck mir. Was war denn das? Was war das denn? Jetzt muss aber die Antwort kommen. Hitz steht arg weit vom Tor, aber hat hier einen guten Reflex. Morata. Eckball. Morata steht als Stürmer gar nicht mal im Strafraum. Gündogan. Oh je, schlecht. Schlecht. Jetzt können sie schnell kontern, die Augsburger. Aber das machen sie nicht. Schmelzer. Schade. Darf heute für Durm ran. Einfach so. Damit er halt auch einfach mal Spielpraxis sammelt. Und auch mal spielt. Und sich auch mal beweisen kann. Denn Durm ist ja noch so der Schwachpunkt der Mannschaft. Spiele ja gerne mit Dreierkette. Und da kommt dann Durm eben oftmals zu kurz. Denn da spielt meistens Laporte, Marquinhos und Hummels. Schmelzer, gut gemacht. Und dann sowas. Nochmal Glück gehabt. Morata. Morata ist weg. Reus startet durch. Reus startet durch. Legt nochmal ab auf Bernardo und der passt genau ins Tor. 1-1. Richtig gut gemacht, wenn wir das hier sehen. Reus hat nochmal das Auge für den Mitspieler. Und dann spektakulär abgeschlossen von Bernard. Der trifft auch mal wieder sein drittes Tor in dieser Saison erst. Aber er wurde nicht geholt, um Tore zu schießen. Wir haben ihn ja getauscht gegen Piszczek. Also erwarten wir von ihm keine 20 Tore in dieser Saison. Sondern einfach nur gute Spiele und gute Leistungen. Und die zeigt er von Spiel zu Spiel. Dann wollen wir es mit Klaasen gerade nochmal probieren, nachdem er auch wieder in Europa League einen hervorragenden Longshot abgelegt hat. Der dann im Winkel seinen Platz gefunden hat. Und uns sogar den Sieg brachte, dieser Schuss von Klaasen. Heute darf er dann wieder von Anfang an ran. Im zentralen Mittelfeld neben Ilkay Gündoğan.
natürlich sehr offensiv ausgerichtete Formation, dieses 4-2-4, was wir hier spielen, mit Aubameyang und Reus ganz links. Nee, Aubameyang und Bernat auf den ganz Außen und Reus und Morata bilden den Sturm, den Doppelsturm. Schmelzer, was macht denn der immer da vorne? Dann sind hinten nur noch die zwei Innenverteidiger. Und das war's. Und Ginter. Aber der ist eben nicht schnell genug. Dongwon-ji. Und Hummels. Und Saar. Klären das Problem da. Oh, was war denn? Kann man schon als faul sehen, aber wurde nicht gepfiffen. Deshalb geht es jetzt hier erstmal weiter. Oh, was für ein Schuss. Oh, und was für eine Parade. Jetzt die Kontermöglichkeit. Ilkay Gündoğan. Morata startet durch. Morata ist entwischt. Morata, der passt genau ins Eck. 2-1, Spiel gedreht. Wunderschön gemacht. Kochowski. Wird hier von Schmelzer gefoult. Das würde ich jetzt nicht als faul bezeichnen, aber gut, was soll's. Letzte Möglichkeit hier für die Augsburger, vielleicht nochmal den Ausgleich vor der Pause zu machen. Und das gelingt ihnen sogar. Wir sind übrigens in der 4. Minute der Nachspielzeit. Von 2. Schwach. Schwach, schwach. Irgendwas stört mich. Mich stört vor allem, dass Schmelzer die ganze Zeit nach vorne geht. Aber die können wir jetzt schlicht auswechseln. Wir bringen auch mal Leitner und Weigel und Hofmann für Aubameyang. Und dann muss es so klappen. Aber ich sehe das eigentlich alles ganz positiv. Ich kann mir da gut vorstellen, dass die Mannschaft jetzt den Finger aus dem Popo zieht und dann mal Leistung zeigt, die man gewohnt ist von dem BVB. 40 Meter, Reus, den machen wir lieber indirekt, also indirekt. Hoffmann geht da nicht an Bayer vorbei. Oh. Komisches Ding von Hitz. Bernat wollte da gerade durchstarten. Aber der Ball konnte noch unterbrochen werden. Hummels, sehr offensiv. Unterwegs. Jetzt sogar vor den Stürmern. An vorderster Front. Zum Glück war das da noch dran, sonst wäre das wieder böse gewesen. Hofmann probiert's und Hitz hat gar kein Problem mit dem Ball. Ja, wir sehen hier, dass Augsburg wirklich verdient diesen Europa League oder Champions League Platz, glaube ich, sogar hat. Denn die können hier wirklich mithalten, können ja auch mal Paroli bieten und spielen auch wirklich guten Kombinationsfußball. So lange, bis dann Reus da durchkommt und fast das 3-2 macht. Aber auch nur fast.
Oh je, jetzt ist wieder die Möglichkeit da. Möglichkeit, Möglichkeit und Werner voll überhastet. Drei Gegentore, so viele haben wir glaube ich noch nie kassiert. In der gesamten Karriere bisher. Zwei waren so das Höchste. Unsere höchste Niederlage war glaube ich ein 2-1 in diesem Vorbereitungsturnier. Im Halbfinale gegen Arsenal. Abseits, gut gemacht von Hummels. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht denn? Alter Schwede, Adler. Boxt das Ding ins eigene Tor oder was? Reus. Bernard. Guter Ball. Hitz kommt jetzt sehr weit raus und boxt das Ding auch noch ins Aus. Schmelzer, was kommst du immer so weit nach vorne? Ginter genau das Gleiche. Jetzt mal ein Stück offensiver. Boah, Traumpass. Traumpass von Reus auf Leitner. Guckt sich an hier. Reus wartet und dann zack. Perfekt in den Lauf von Leitner. Und der muss nur noch einschieben. Und nun sind wir auch schon wieder in Führung. Hofmann. Hofmann, jetzt startet da Marco Reus durch. Marco Reus legt das Ding nochmal ab, Bernard. Vorbei. Ich glaub's nicht. Dongwon-ji geht raus. Mattausch kommt rein. Also Stürmer für Stürmer. Die letzten 10 Minuten hier. Was? Nein, das ist doch kein Foul. Jetzt ist das Spiel auch schon gleich vorbei und ich hoffe, wir retten dieses 3-2 noch über die Zeit. Aber das müsste eigentlich schon machbar sein. Leitner mit links dieses Mal. Und jetzt ist die Zeit auch schon gleich abgelaufen. Aber für Augsburg bietet sie Moasa. Herrlich. Das müsste es gewesen sein jetzt. Letzter Schlag nach vorne. Das war es. 3 Minuten Nachspielzeit waren es letztendlich. Und wir gewinnen das Spiel mit 3-2. Verdient. Und wir sehen uns im nächsten Spiel, dann geht's wieder gegen AS Rom. Bis dann und tschüss.